So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 24. November. Mein Name ist Carlos Martins und ja, wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor hier aus Hamburg. Wir sehen aktuell, wir haben wieder ein Gap bei 13.200 direkt beim Daily Pivot. Oh lala. Also das genau der vom Vortagshoch-Tief-Schlusskurs durch 3. 13.207. Wir platzieren die Box erstmal hier auf diesem Niveau. Möchte er nach oben, wartet die 13.300er Marke. Wir bleiben wie immer morgens auf diesen Chart, schauen uns die Blue Boxen an, die 19er, 10er Boxen hier, 30er Boxen gestern nach frühen Abend. Eine 25er Box hier. Ich hoffe, der eine oder andere hat die mitgenommen. Die ist direkt im ersten Trade in den Gewinn gelaufen. Die Vola-Boxen, das sind die grünen Boxen. Gestern einmal hier reingelaufen, da raus. Hier kurz da, das war knapp, da ist man wahrscheinlich nicht reingekommen. Aber hier sehen wir sehr schön am Morgen hier nochmal raus, da rein und raus. Also auch da bei den Vola-Boxen gestern. Gut zu tun. Wir schauen mal an, wo kommen die Vola-Boxen heute rein? 13.229. Das heißt, wir sind so in diesem Bereich kommt die erste Vola-Box rein. Also wer einen Hedge-Auflösungstrade hat, ja, kann sich schon mal vorbereiten. Bei 29 wird die Vola-Box reinkommen. So, wir fangen an heute mit der Technologiebörse Nasdaq. Schauen uns den Chart an und sehen hier ja, eigentlich in den letzten Tagen sehr, sehr ruhig. Seit Anfang November, wir sehen es hier, 11., 10.11. sind wir hier mit dem Tief gewesen bei 11.500, danach wieder in dieser Seitwärts-Range. Dann fangen wir ganz oben an beim DAX. DAX 13.237, wie eben schon erwähnt, und wir sehen dort oben das High. Ja, darüber muss er. Und dann haben wir hier nochmal da oben bei 13.760. Dann gehen wir weiter und ich gucke nochmal auf Öl. Auch das ist ja ein Konjunkturindikator. Öl ist jetzt wieder bei 43,50. Wenn wir das auf Weekly-Basis uns anschauen, sehen wir, von wo Öl kommt. Sein letzter Breakout war hier auf dem Niveau. Das war die Unterkante, ist bei 49, also knapp bei 50. Dow Jones wieder kurz vor dem All-Time-Highs. Dow Jones also stark. So, und dann gehen wir einmal in die Old Economy, nämlich einmal Gold. Gold fällt. Gold ist also hier bei 1829. Jetzt gucken wir uns Bitcoin an. Bitcoin 18.417, auch wieder All-Time-High, also nicht All-Time-Highs, aber wir sind hier auf Weekly-Basis, sehen auf Daily-Basis, ja, wo der Kurs jetzt hier hinläuft, also Richtung 20.000. Verrückt. Okay, Technologiebörse haben wir besprochen, insofern haben wir die Grobrichtung erstmal durch. DAX also eher Long als Short. MTX, unser 5-Minuten-Setup, sehen wir gestern, gab es ein Long-Setup hier und mit einem großen Stop-Loss, den wir hier nutzen, hier von 260 oder 520, wäre man von hier auch sauber in den Gewinn gelaufen. Und auch der Short-Trade gestern, MTX, wäre in den Gewinn gelaufen. Okay, das heißt, wir holen die Angel raus oder haben wir schon, warten auf das nächste Setup. Meld mich dann gleich nochmal. 9 Uhr, die Märkte gehen nach oben. Vola-Boxen 13.229 ist platziert, schon als Vorbereitung und wir haben eine Big Number 13.207. Falls der Kurs schneller nach oben laufen sollte, werden wir bei 13.3 das Ganze verschieben. Wir haben heute ein Gap, noch von gestern Abend. Also noch sind wir nicht am Markt. So, also wir haben jetzt eine
Vola Box, das ist diese grüne Box, die ist noch vor der Big Number. Das heißt, das wird wahrscheinlich die erste Box für unser Videotagebuch sein, der erste Trade des Tages. Wir nehmen ja immer den ersten Trade auf. Ja, ob es jetzt ein Big Number Trade ist, also in der Mitte, oder ob es jetzt eine grüne Box oder eine blaue Box ist, spielt dementsprechend ja keine Rolle. Es ist 9:06 Uhr, der Markt ist relativ hoch, 10 Uhr ist Geschäftsklimaindex. Schauen wir mal, welcher Trade als erstes hier ausgeführt wird. So, wir stehen kurz vorm Einstieg. Vola Box. Noch sind wir nicht ausgeführt, muss 1,5 Punkte reintauchen, aber das werde ich jetzt machen. Jetzt Pending Box ausgeführt. ist die Pending Box ausgeführt und somit ist das der erste Trade für heute Morgen, auch für unser Videotagebuch. Wir haben zwei Orders, einmal eine Big Number unten bei 13.207 und wir haben die Rollerboxen für alle, die jetzt den Hedge-Auflösungstrade machen. Wir sind jetzt im ersten Trade short und die Stake Profit liegt bei 13.204. Muss also in Richtung 13.200, Richtung Daily Pivot laufen. So, wir stehen kurz davor, in den zweiten Trade einzusteigen und wir sind im zweiten Trade. Das bedeutet für uns, wir gehen auf angepasst. Gestrichelte Linie liegt bei 42. Da müssen wir also rüber. So, wir sind auch draußen. Wir sind auch draußen im dritten Trade. Big Number, beziehungsweise jetzt mit der Vola Box.